Die Prognosen sehen sehr, sehr schlecht aus. Sir David King sagt, dass wir nur noch 2 bis 3 Jahre haben, um was zu unternehmen. 2 bis 3 Jahre. Er sagt auch, dass die 1,5 Grad schon 2030 erreicht werden. Das ist in 8 Jahren. Und trotzdem machen wir alle immer noch so weiter wie bisher. Wir demonstrieren, wir unterschreiben Petitionen, wir machen Kunstprojekte, die unheimlich schön sind und uns Spaß machen. Aber wir sehen, dass uns das in den letzten Jahrzehnten nicht zu etwas gebracht hat, das uns schützen kann. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Das ist viel zu spät. Deswegen brauchen wir jetzt friedlichen zivilen Widerstand, um genügend Druck auf die Regierung aufzubauen. Denn die Regierung muss ihre Verantwortung übernehmen und uns allen schützen. Und natürlich können wir alle unseren eigenen kleinen Beitrag leisten. Aber wenn die Bundesregierung weiterhin fossile Energien finanziert und fossile Infrastruktur weiter ausbaut, dann werden wir auf unsere Vernichtung zusteuern. Deswegen müssen wir jetzt zusammenkommen, deswegen müssen wir jetzt zusammen uns auf die Straße setzen, deswegen müssen wir jetzt Straßen blockieren und zivilen Widerstand leisten. Wir halten jeden Dienstag in Leipzig Vorträge um 18 Uhr und ihr seid alle dazu herzlichst eingeladen. Dankeschön. Hey! Eine Frage noch, wo sind denn die Vorträge? Wo findet man die? Diese Woche ist in der Mühlstraße 14 e.V. ein Vortrag und danach sind es immer wechselnde Orte. Schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, letztegeneration.de. Bis dann.